Es geht zum Womo-Dinner und unsere Drohne stürzt ab. I've never felt like this. What are you doing to me? It only took one kiss to know that you're everything I need. Everything I need. So tell me now, because I just have to know. Von Fully sind wir durch den Finnwald Richtung Oberwallis nach Visp gefahren. In Visp haben wir im Restaurant Staltbach ein wunderbares Womo-Dinner genossen und am nächsten Tag hat Silvio Pia seinen Geburtsort Visp näher gezeigt. Visp liegt auf einer Höhe von 658 Metern über dem Meer und hat zurzeit ca. 8000 Einwohner. Nachdem wir eine Mitreisende gefunden haben, schlendern wir noch ein wenig durch die alten Gassen. Am 23. Dezember 1388 besiegten die Visper ein Heer von Savoyer, indem sie die Altstadt künstlich vereisen ließen und dann die manövrierunfähigen Angreifer mit großen Steinblöcken attackierten. Wir machen uns auf die Suche nach einem solchen Steinblock, der noch mitten in der Altstadt von Visp liegen soll. Entlang der Visper machten wir uns auf den Rückweg zu unserem Speedy. Der Fluss entsteht in Stalden durch den Zusammenfluss der Saaser Visper aus dem Saastal und der Matter Visper aus dem Mattertal. Nach 8,5 Kilometern mündet der Fluss bei Visp in die Rhone.
Der Pilot wurde übermütig. Nach einer Stunde Suche in unwegsamem Gelände, ca. 100 Meter über dem Abflugort, hat Pia die Drohne tatsächlich wieder gefunden. Und das Beste an der ganzen Sache ist, sie funktioniert noch. Pia machte noch den Aufwisch und Silvio genehmigte sich einen kleinen Nachtisch. Über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen wir uns immer wieder. Sippi und Dur sagen Tschüss. You could take me anywhere. I would trust you all.